Endlich wieder Regen. Wie lange haben wir auf dich gewartet? Du goldenes Nass und auch das Schiedsrichtergespann und die Spieler können sich ein Lächeln nicht verkneifen. Sachsenliga, zweiter Spieltag, der Großenhainer FV trifft auf den VfL Pirna-Kopitz. Beide mit Siegen in die Saison gestartet. Großenhain in Striesen gewonnen, Kopitz 1-0 gegen Radebeul und Erik Bachmann rechts und Sebastian Scholz links. Ja, die haben richtig Bock auf eine Rutschpartie. Die Kopitzer mit einem neuen Trainer, Nico Kessler, sehen wir gleich. Und auch Heimpremiere für den Neukeeper von Großenhain, Mike Ebersbach. 132 Spiele in der Regionalliga Nordost. Kopitz-Trainer Nico Kessler, 34 Jahre alt, sieht einen guten Beginn seiner Mannschaft. Auch exemplarisch hier, Tom Blasek geht einfach mal ab, hat viel Platz, aber sein Pass viel zu ungenau für Johann David oder Johann David in der Mitte zu langsam bezeichnen. Dann mal die Großenhainer in einer zerfahrenen ersten Hälfte. Freistoß von Franz Heffner und Felix Weinhold, der Bruder von Marian Weinhold, der beim SC Freital spielt, hier fast mit dem Eigentor. Großenhain, vergangene Saison, vorletzter Spieltag, nur 0-0 bei Stahl Riesa. Mit einem Sieg wären sie Sachsenmeister geworden. Ja, daran müssen die Zuschauer auch manchmal noch denken. Dann die Großenhainer mal besser im Spiel. Flanke von Erik Bachmann. Tom Weihrauch kommt da hinten mit links an den Ball. Bringt den auch gut aufs Tor. Doch Ron Wochnik ist mit seinem linken Bein perfekt zur Stelle. Und nochmal Pirna-Kopitz. Keine schlechte Partie der Pirna. 2-1. Maximilian Unger. Was ist denn das für ein Pass zu Johann David? Keine Chance zum Abnehmen. Maskottchen Löwe Leo, der guckt sich das entspannt an, freut sich aber, wenn seine Großenhainer was machen. Wie hier Stefan Schäfer auf Franz Heffner, doch er zu ungenau. In der ersten Hälfte, ja, ziemliche Wasserschlacht, noch nicht so viel geboten. Das sieht auch Großenhains Trainer Steve Dieske so und sein Co. Christopher Kürt. Die hoffen, dass seine Mann in Durchgang 2 ein bisschen mehr Zug nach vorne bringen. Aber erstmal Pirna-Kopitz. Ecke Florian Kager und was für eine Faustabwehr. Mike Ebersbach ballert das Ding weg. Er hat ja beim Chemnitzer FC gespielt, VfC Plauen, Auerbach und dann auch noch Erzgebirge Aue, Budissa Bautzen und Mittweida. Und endlich Großenhain mal vorne. Tom Weihrauch setzt sich schön durch. Stefan Schäfer verpasst noch, doch Sepp Kunze. Nico Kessler kann es nicht glauben. Komm weiter, Leute. Beide, Schäfer und Kunze, völlig frei in der Mitte. Die Abwehrspieler viel zu weit weg. Das etwas glückliche 1-0 für den Großenhainer FV. Die jetzt mit einer Druckphase. Wieder Schäfer, jetzt mit dem Kopf. Doch Ron Wochnik, einer der Besten auf dem Platz heute, macht das stark. Den fiesen Aufsetzer kriegt er super von der Linie geklärt. Und immer ganz nah am Ball, Motivjäger Matthias Kost. Doch wie trocken war es unter dem Schirm wirklich? Tom Klömig kommt gleich nochmal an den Ball für die Großenhainer. Von Pirna kommt jetzt nicht mehr viel und prüft nochmal Ron Wochnik. Tolle Aktion von beiden. Kurz vor Schluss, 83 Minuten rum, schafft Pirna nochmal den Ausgleich. Großenhain ging aufs 2-0, das sahen auch die Zuschauer, aber es passiert nicht. Letzte Minute, Unger auf Tom Grellmann. Der sieht Florian Kerger, der will scharf in die Mitte. Doch was für eine Grätsche von Tom Weihrauch. Grandios geklärt. Damit sichert er seinen Großenhainern den 1-0-Sieg. Ein perfekter Start für Trainer Steve Dieske und seine Großenhainer. Besser hätte es an diesem verregneten Nachmittag nicht laufen können. Das typische erste Heimspiel oder sagen wir das zweite Saisonspiel gegen einen sehr kompakten, sehr defensiv ausgerichteten Gegner. Da ist es dann irgendwo auch ein Stück weit Normalität, dass du dann nochmal eine schwierige Kontersituation gerätst, wie es in der ersten Halbzeit mal der Fall war. Ich sage, wir haben ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht heute und haben uns viel vorgenommen. Und ich glaube, am Ende des Tages hat Großenhain nicht mehr Chancen gehabt als wir. Und ich sehe uns auch erste Halbzeit, wenn wir den einen oder anderen Konter besser ausspielen, führen wir zur Halbzeit 1 oder 2-0. Ja, und dann wird es für Großenhain, glaube ich, ganz schwer. Das hat uns leider nicht gelungen. Haben dann einmal hinten nicht so verteidigt, wie wir es uns vorstellen. Und am Ende des Tages dann
leider 1-0 verloren. Ja, trotzdem bin ich mit dem Auftreten und mit der Leistung von meiner Mannschaft absolut zufrieden heute. Ja. Das Quäntchen Glück hat heute gefehlt. Ich denke, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir es heute verdient gestalten können oder den Heimsieg hier verdient eingefahren. Aber man hat gesehen, dass der Gegner das taktisch ganz ordentlich gemacht hat und deswegen wir auch phasenweise schon Probleme hatten. Ja, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen auf das Spiel. Die Spieltagsübersicht, die suchen sich ihren Verein aus und auch die Tabelle nach dem zweiten Spieltag wenig aussagekräftig. Großenhain Dritter und Kopitz Neunter. Großenhain muss nach Glauchau. Kopitz gegen Blau-Weiß Leipzig am Freitag. Und in dieser Woche wird es wieder sehr heiß. Das sind wir auch auf Fußball. Bleibt bei uns, euer Team Rabenfront.